Hallo, herzlich willkommen zu meinem Family Friday. Heute ist das nicht so einfach mit der Aufzeichnung. Ich habe schon mal um 11.30 Uhr aufgezeichnet und es hat nicht aufgezeichnet. Ich habe um 12.10 Uhr eine Aufzeichnung geplant. Es hat nicht aufgezeichnet. Und jetzt gehe ich einfach direkt live hier rein, dass ich jetzt endlich für euch das Video hier aufnehmen kann. Und ja, wenn du live dabei bist, hüpf jetzt gerne rein. Und wenn du die Aufzeichnung siehst, dann siehst du von den Themen sowieso überhaupt ja gar nichts. Ich muss hier kurz mich vorbereiten. Genau. Also jetzt offiziell ganz, ganz, ganz herzlich willkommen zu meinem 13. Family Friday. Und irgendwie passt das ja auch zur Zahl 13. Und gleichzeitig passt das auch ein bisschen zu dem Thema, über das ich heute mit dir reden möchte. Denn das Thema heißt heute, mein Kind ist eine beziehungsweise keine Heulsoße. Und wenn ich so durch Elternforen surfe und gucke, was denn da so steht, dann stoße ich ganz, ganz häufig eben genau auf dieses Thema, oh Gott, mein Kind heult bei jeder Kleinigkeit. Oh Gott, mein Kind, ja, ist immer ganz dramatisch mit allen Dingen irgendwie dabei. Und dann gibt es manche Eltern, die schämen sich mehr oder weniger regelrecht dafür, gerade wenn es Jungs sind, weil Indianer kennt ja schließlich keinen Schmerz und die verstecken sich dann fast so ein bisschen, sagen, oh Gott, was soll ich tun? Mein Kind heult nur. Oder es gibt genau die andere Seite, dass andere Eltern urteilen und sagen so, oh Gott, bei dem Kind ist ja die Erziehung total verkorkst. Was ist denn das für ein Jammerlappen? Meine Güte, können die nicht mit dem Kind umgehen? Ja, und sind vielleicht selber auch noch total stolz, dass ihr eigener Nachwuchs so cool ist. Ja, und sie brüsten sich dann auch noch damit. In meinen Augen liegen die absolut verkehrt. Und genau darüber soll es heute eben in meinem Video gehen, in meinem Family Friday Impuls für dich gehen. Ich möchte dir zeigen, warum Tränen für unsere Kinder unglaublich wichtig sind. Mein Name ist Katja Zenz. Bei mir bekommen Eltern von hochbegabten und gefühlsstarken Kindern die besten Tipps und Lifehacks für einen anstrengenden Familienalltag. Irgendwie passt es ja, dass ich genau heute dieses Thema gewählt habe, eben beim 13. Impuls. Und ich freue mich auch, Kirsten, du hast mich hier jetzt wenigstens schon mal direkt live gefunden, weil es war nicht so einfach. Irgendwie läuft diese Woche alles nicht ganz so perfekt bei mir, wie es soll. Es war mehr oder weniger eine ziemlich tränenreiche Woche. Wenn du mit mir persönlich befreundet bist, dann hast du vielleicht auch hier auf Facebook schon gesehen, dass ich diese Woche schon die eine oder andere Träne weggedrückt habe. Und ja, das Leben ist einfach nicht immer so wie in der Rama-Werbung oder wie man in den Insta-Stories manchmal meint. Und ja, wie gesagt, dazu eben an anderen Stellen. Aber es passt genau, dass ich heute dieses Thema gewählt habe. Legen wir also los. In meinen Augen gibt es unglaublich viele verschiedene Arten von Tränen. Da gibt es einmal diese Wuttränen, wenn wir so richtig wütend sind, wenn unsere Kinder so richtig wütend sind, ja, und ich will aber jetzt nicht und alles ist doof und du bist doof, bist blödster Papa der Welt, blödste Mama der Welt, ja, und dann diese Wuttränen, die aus den Kindern rauskommen. Oder eben diese anderen Tränen, diese dicken Tränen. Meine kleine Schwester sagte früher immer, ich bin so traurig. Ja, diese ganz dicken Tränen, die so rausgehen. Oder natürlich Tränen, wenn wir unglaublich glücklich sind, wenn uns irgendwas super Tolles widerfahren ist und wir Tränen der Rührung haben, ja. Oder die Tränen natürlich, wenn wir Zwiebeln schneiden oder Tränen, wenn wir eine Mücke im Auge haben oder sowas. Oder auch so, wenn dieser ansonsten starke Bergarbeiter sagt, oh, da habe ich aber Tränen, da habe ich aber Pipi in den Augen. Ja, also das gibt es in ganz, ganz, ganz verschiedenen Arten und Weisen. Und Kirsten schreibt gerade, meine Woche ist auch nicht ganz so toll, du bist nicht allein damit, danke. Ich denke ohnehin, dass ich damit nicht alleine bin. Und gleichzeitig ist es so, dass ich so das Gefühl habe, dass wir den Wert der Tränen in unserer Welt irgendwie verkennen. Ja? Und das ist einfach so viel mehr, als dass es irgendwie uns Mücken aus den Augen spült. Und schreib mir doch gerne mal in die Kommentare. Von Kirsten weiß ich das ja jetzt schon. Wann hast denn du das letzte Mal geweint? Oder was sind die Dinge, die dich zum Weinen bringen? Also für mich, ich kann das sagen, ich hatte das letzte Mal Pipi in den Augen, gerade heute Morgen. Mein jüngster Enkel hat sich gestern Abend den Oberschenkel gebrochen, liegt jetzt im Krankenhaus. Er ist noch keine 2 Jahre alt und liegt jetzt 10 Tage lang in einem rechten Winkel mit seinen Beinen. Da kann ich kaum drüber sprechen, weil ich das wirklich, ja, weil ich da so viel Mitleid einfach damit habe.
Aber heute geht es hier um dich und guck mal für dich hin, ja? Was bringt dich zum Weinen oder was bringt deine Kinder zum Weinen und wie gehst du damit um? Wie gehst du damit um, wenn deine Kinder Tränen haben? Wir sind einfach in meinen Augen so eine tränenlose Gesellschaft hier, ja? Und gerade wenn du ein hochbegabtes oder gefühlsstarkes Kind hast, was natürlich bei meinen Zuschauern hier ganz besonders verbreitet ist, dann ist es einfach so, dass dein Kind so unglaublich sensibel ist. Und sie können ihre Tränen ganz häufig gar nicht unterdrücken. Mein einer Sohn, der sagt ganz häufig dann zu mir: Aber Mami, ich habe noch gar nicht alle Tränen rausgeweint. Und es ist einfach so wichtig, dass wir so ein bisschen gucken, wie trösten wir unsere Kinder. Aber es gibt so zwei Arten von Trösten. Das eine ist, dass wir wirklich mit warmen, weichen Worten an ihrer Seite sind, dass wir sie wirklich begleiten dabei, was ist, ja, dass wir ihnen den Raum dafür geben, dass die Tränen rauskommen können. Oder eben dieses andere, dass wir ganz schnell hingehen und sie in der Art trösten, dass wir sagen: Ach, war doch nicht so schlimm, komm, stell dich nicht so an, ja. Oder so gute Worte mit auf den Weg geben. Vielleicht kannst du dich noch erinnern, ne, wenn wir wenn wir Liebeskummer hatten und jemand sagte dann: Ach, gibt bestimmt auch noch andere Mütter mit schönen Söhnen. Hey, das ist das Letzte, was wir in dem Moment hören wollen, ja. Wir wissen, dass viele Sachen vorbeigehen. Unsere Kinder wissen auch, dass sie vielleicht jemals im Leben nochmal einen Schokokeks kriegen, auch wenn wir ihnen jetzt gerade keinen geben. Nur das ist doch gar nicht das, um was es geht. Es tröstet doch nicht wirklich. Ich möchte heute mit dir gucken, was wirklich passiert, wenn wir den Kindern den Raum geben, dass sie alle ihre Emotionen willkommen heißen dürfen, auch ihre Tränen, auch ihre Trauer und was dann wirklich in ihrem Körper auch passiert. Weil es ist so, wenn irgendetwas nicht funktioniert, und ich nehme jetzt mein kleines Ding, das Kind will, ja, es ist jetzt schönes Wetter draußen und sie wollen halt ein Eis. Und wir sagen: Nein, es gibt kein Eis, weil wir vielleicht innen drin wissen, wir kochen gerade das Mittagessen oder wir wissen innen drin, das Kind hatte vorhin schon ein Lolli, oder weil wir einfach wissen, dass unser Kind von zu viel Zucker aufdreht oder. Wichtig ist, dass du erstmal für dich genau weißt, was du möchtest, ja, womit du dein Kind begleitest, weil es braucht ja ganz klare Impulse, ja, was jetzt gerade möglich und was nicht möglich ist. Und wenn wir unser Kind dann dabei begleiten, erstmal wird es so sein, dass es versucht, es zu verändern. Es will es verändern, es will es verändern, ja, und dann kommen vielleicht erst diese Wuttränen raus, ja, weil es ist so aktiv und es will aber unbedingt jetzt ein Schokoeis haben. Und wenn wir es jetzt aber dabei halten, dann kommt irgendwann dieser Moment, und bei gefühlt starken Kindern dauert das natürlich eine Zeit lang, weil ihr Vagusnerv viel länger braucht, bis er in diesen Entspannungsmodus geht. Aber was wir wollen, ist, dass unser Kind aus diesem Aktionismus in diese Entspannung kommt. Das heißt vom Nervensystem, dass das Sympathikus umschaltet in das Parasympathikus. Und was in dem Moment passiert, ist, dass einerseits das Kind, und das hast du bestimmt schon ganz oft beobachtet, in deinem Arm auf einmal so, oh, weich wird. Und dass dann eben anfangen, die Tränen zu fließen, ja, oder dass bei uns Erwachsenen dann nur wie so ein bisschen Pipi in die Augen haben. Und was in diesen Tränen ist, das ist ganz spannend, da werden diese ganzen Toxine aus dem Körper, das vorher, ja, Adrenalin und so, das wird alles ausgeschüttet, das kommt dann durch die Tränen raus. Und die sind wirklich toxisch, diese Tränen, die dein Kind in dem Moment weint. Würden wir die aufsammeln und würden die unserem Hamster zu fressen, zu trinken geben, würde dieser Hamster sterben. Macht keiner von uns, ist natürlich klar. Nur dass du wirklich weißt, dass das ein gut durchdachter Plan der Natur ist, dass das wirklich umschalten kann in dem Moment vom Sympathikus im Parasympathikus und dass das wirklich alles ausgeleitet wird. Und was bei dem Kind in dem Moment passiert, ist wirklich, dass eine richtige Adaption passiert. Es passt sich richtig an, aber nicht im Sinne von, es macht sich gleich, es macht sich hart, ja, nur die Harten kommen gerade, ja, oh, ich wollte eh kein Eis. Nicht sowas, sondern dass das Kind wirklich für sich einsinkt und wirklich merkt: Okay, ich kann es nicht verändern, ich kann die Meinung von Mama gerade nicht verändern, und sich dann selber daran anpassen können und weich werden können und wirklich: Okay, und ich meine, wie lange weint dein Kind dann auf deinem Arm? Eine Minute, 2 Minuten? Meistens bei so einem Eisthema nicht sonderlich lange. Mein kleiner Enkel, der jetzt im Krankenhaus liegt, ja, der wird natürlich auch begleitet von meiner Tochter dabei, dass er sich einfach anpassen kann an die Situation, ja, dass er wirklich damit zurechtkommen kann, dass er jetzt einfach 10 Tage liegen muss und die Beine hochlegen muss. Und das ist natürlich eine unglaubliche Begleitung. Nur wir können es nicht verändern und wir müssen uns an die Dinge, die wir nicht verändern können, uns wirklich anpassen. Und da helfen uns die Tränen, genau diesen Weg für uns zu ebnen. Und das können unsere Kinder nicht alleine.
Das können sie nicht alleine. Das ist schon selbst für uns Große häufig so schwer und uns an größere Themen anzupassen. Aber wir begleiten unser Kind ganz häufig am Tag bei diesen Kleinigkeiten, bei dem Schokoeis, das wir nicht kriegen, bei dem Apfelsaft, der jetzt leer ist und den es jetzt nicht haben kann. Und wir begleiten unser Kind dabei. Und wir müssen ihm genau zeigen, an wann das sich anpasst. Und dann geben wir ihm Mut dabei. Und wir müssen wirklich das Kind wertschätzen für seine Einzigartigkeit. Wir brauchen es nicht verurteilen, dass es ein Eis haben möchte, sondern hey, das ist total in Ordnung. Ich bin an deiner Seite, ich begleite dich. Und je nach Kind, manche Kinder mögen es, dass sie dann in die Arme kommen. Manche Kinder mögen, dass wir sie mit Worten begleiten. Manche Kinder brauchen auch einfach nur, dass wir ihnen den Raum geben. Und sie brauchen es manchmal vielleicht sogar, ganz hochsensible Kinder brauchen es manchmal, dass sie für sich wirklich alleine sind, aber wissen, dass wir da sind und sie sozusagen beschützen, auch wenn wir vielleicht das Kind sogar in sein Zimmer geht und sich für sich zurückzieht. Aber es weiß, Mama und Papa sind da draußen und die beschützen mich. Wir müssen dem Kind die Erlaubnis geben. Wir müssen ihm Mut machen, von Sauer zu Trauer kommen. Wir müssen ihm den Mut machen und ihm ganz klar sagen, nein, es geht jetzt leider nicht. Und so begleiten wir die Kinder dabei, dass sie für sich selber in den neuen Raum der Möglichkeiten kommen, dass sie für sich selber die Wege finden, wie sie da durchkommen. Und das ist das, was sie letztendlich wirklich stark macht. Weil sie dann eine wirkliche Resilienz entwickeln, weil sie dann eine wirkliche Annahmefähigkeit entwickeln, weil sie dann wirklich für sich lernen, dass sie aus Fehlern lernen können zum Beispiel. Und deswegen ist so wichtig, dass du dein Kind bei den Tränen begleitest und sie erlaubst und ihnen Mut machst, dass sie da wirklich durchkommen, weil das macht sie wirklich stark für ihr Leben. Ich schaue mal kurz, was jetzt geschrieben wurde. Kirsten hat geschrieben, mein kleiner Sohn weint sehr schnell und oft und ich kann das gut aushalten und ich tröste ihn immer, auch wenn er gerade etwas nicht darf, was von mir bekommt. Ja, und das ist eben, wir sind da häufig in so einer Doppelagentenfunktion. Ja, auf der einen Seite sind wir diejenigen, die unseren Kindern die Dinge verbieten und andererseits sind wir die Menschen, die sie dann dabei begleiten. Und Kirsten schreibt auch noch, mein Mann sagt leider meistens, hör auf zu weinen und dann wird es nur noch schlimmer. Und das erinnert mich daran, wie es für mich, erinnert mich immer an mich als Kind. Ja, genau, das ist so schmerzhaft in solchen Momenten, weil wir sehnen uns eben danach, dass wir wirklich begleiten können. Und Kirsten, für dich hier und für alle anderen, die zuschauen und die das kennen, ja, dein Kind braucht einen fürsorglichen Erwachsenen, der dein Kind begleitet. Natürlich ist es besser, wenn es 5, 6, 7 davon hat, ja. Aber einen braucht es mindestens, damit es sich gut entfalten und entwickeln kann. Und dann bist du eben die Person. Und wenn dein Kind eben merkt, okay, wenn ich mit Papa zusammen bin, ist es eben so. Aber nachher kommt Mama wieder und die ist nachher wieder für mich da. Dann kannst du dein Kind trotzdem guten Gewissens bei deinem Mann abgeben oder auch guten Gewissens im Kindergarten abgeben, wenn es dort vielleicht nicht so begleitet wird, weil dein Kind kann dann zeitversetzt am Abend, wenn du mit ihm es ins Bett bringst, die Tränen dann eben rausweinen, die es wirklich braucht. Das war heute natürlich wieder nur ein ganz kleiner Impuls. Ich hoffe, ich konnte dir was mitgeben. Vielleicht sind auch noch viele Fragen offen gewesen. Deswegen lade ich dich ganz herzlich ein, am kommenden Montag, den 27. um 20 Uhr in mein Webinar zu kommen, was hochbegabte und gefühlsstarke Kinder wirklich brauchen. Ich habe dir das hier schon verlinkt, wie du das findest, weil das findet in meiner Gruppe einfach schlau statt. Und dann geht am 6.6. mein Online-Kurs für Eltern von hochbegabten und gefühlsstarken Kindern los, in dem du wirklich ganz, ganz, ganz tief von mir begleitet wirst darin, dass du wiederum die Einzigartigkeit deiner Kinder noch mehr wertschätzen kannst und sie wirklich dabei begleiten kannst, dass sie ihre ganz eigenen Potenziale entfalten kann. Wenn Gruppe nichts für dich ist, dann komm gerne zu mir in die 1-zu-1-Beratung. Kannst mir gerne dazu schreiben. Wenn dir das Video heute gefallen hat, dann empfehle es gerne weiter. Teile es gerne an verschiedenen Stellen, weil es mir total wichtig ist, dass es immer mehr Menschen gibt, die ihre Kinder wirklich begleiten in ihrer Einzigartigkeit, die ihnen wirklich erlauben, alle Emotionen zu haben und die Eltern wirklich für sich auch darin stark sind, dass sie wirklich merken, nein, es ist in Ordnung, dass mein Kind weint und dass es so ist, wie es ist. Und dass sie miteinander wirklich immer mehr über sich hinauswachsen. Ich wünsche dir jetzt einen wunderbaren Freitag und ein wunderbares Wochenende und dann sehen wir uns hoffentlich alle am Montag in meinem Webinar. Mach's gut, bis bald. Ciao.